Ja, dann darf ich Sie ganz herzlich zur zweiten Vorlesungseinheit in dieser Woche begrüßen, wie angekündigt im asynchronen Format. Ich möchte mich erstmal dafür entschuldigen, dass das mit der Audioqualität in den letzten beiden Vorlesungseinheiten nicht gut funktioniert hat. Ich werde jetzt in Zukunft für die nächsten Vorlesungseinheiten ausschließlich mein Notebook verwenden, wo die Soundqualität entsprechend gut ist und da keine Experimente mehr machen und dann das Format ab nächster Woche natürlich im Live-Format weiterführen. Ich habe mir auch die eine Vorlesungseinheit angehört, wo die Soundqualität wirklich sehr schlecht ist. Das war die vorletzte Vorlesungseinheit und ich habe mich entschieden, diese nochmal neu aufzuzeichnen und ihn dann bereitzustellen auf dem YouTube-Kanal. Das hat den Hintergrund, da es natürlich im Januar auch auf die Klausurvorbereitung zugeht und ich es einfach ja, als fair erachte, wenn Sie auch diesen Vorlesungsinhalt entsprechend mit guter Audioqualität zur Verfügung gestellt bekommen. Also nie wundern, wenn da auf einmal noch ein zusätzliches Video auftaucht. Ich schreibe das auch darunter, aber dann wissen Sie, das ist so eine ja, Neuaufnahme davon und Sie können diese Aufnahme natürlich nutzen, beziehungsweise diese Vorlesungseinheit, um sich dann ab Januar oder auch schon für fleißige Leute in der Weihnachtszeit dann auf die Klausur vorzubereiten. Ich möchte mich auch nochmal bedanken für die Person oder der Person danken, die sich nochmal zur letzten Vorlesungseinheit gemeldet hat mit einer Frage bzw. einer Anregung zu diesem 2D-Programm bzw. dieser Übergabe des zweidimensionalen Feldes. Da war ich ein bisschen schnell. Ich war natürlich ein bisschen in Zeitnot, um diese Vorlesungseinheit dann noch abzuschließen bzw. abschließen zu können. Und da möchte ich heute auf erstes drauf eingehen. Wir werden heute das Thema Funktionen abschließen, beziehungsweise das Kapitel Funktionen abschließen. Und genau, da werden wir uns noch angucken, wie dieser Sortieralgorithmus genau funktioniert, beziehungsweise im Wesentlichen da den Funktionsaufbau und die Architektur gleich nochmal auch in der Syntax genauer angucken. Aber vorab möchte ich erstmal nochmal auf dieses 2D-Programm eingehen. Ich habe es hier im Nano-Editor. Im Wesentlichen ging es darum, oder die Frage bezog sich darum, und da war ich tatsächlich ein bisschen schnell, wie denn dieser Zugriff hier sich verhält. Also wir haben im Wesentlichen in dieser Funktion, in der Unterfunktion, die Referenz übergeben auf ein zweidimensionales Feld. Das sieht man hier. Und naja, wir greifen jetzt hier drauf zu. Dieses Feld hat den Bezeichner Array und diese Indizierungsmöglichkeit bzw. diese Zugriffsmöglichkeit, die kennen wir schon. Also mit dem Indizes hier für die Zeilen, für die Spalten, um diese Matrix hier, ist ja ein zweidimensionales Feld, dann die Werte entsprechend abzurufen. Und ich wollte in dieser Ausgabe hier bzw. in diesem Beispiel auch nochmal zeigen, was steckt dahinter an Zeigerarithmetik. Na, man kann das, bzw. das ist die gängige Schreibweise, so schreiben, aber im Wesentlichen, weil wir ja eine Adresse übergeben, also gerade auf das erste Element von der ersten Zeile, kann man natürlich auch rein mit Zeigerarithmetik sich die Werte holen. Na, und das steckt im Wesentlichen dahinter, wenn man diesen Zugriff hier ausführt. Das ist hier die Ausgabe der ersten Zeile jetzt. Da sind natürlich ist der Zeilenindex hier immer 0. Der Spaltenindex ist von 0 bis 2. Wir haben ja drei Spalten. Und ja, im Wesentlichen sieht man das auch hier. Also hier von der Zeigerarithmetik haben wir immer den Array-Bezeichner und dann hier plus 0, plus 0, plus 0. Das heißt, wir holen uns hier, beziehungsweise wir referenzieren hier die Referenz auf die erste Zeile. Das ist ja im Wesentlichen auch ein Array, das haben wir in diesem Beispiel gesehen, was auch aus Zeigern besteht, beziehungsweise so ein Zeiger-Array. Das hatten wir bei dieser Linearisierungs- beziehungsweise diesem Linearisierungsbeispiel von der Matrix. Und von da aus rechnen wir weiter. Also, beziehungsweise machen hier dann für die Spalten, also hier im plus 0, plus 1, plus 2. Das sind ganz normale arithmetische beziehungsweise zeigerarithmetische Additionen, wo dann entsprechend für den Fall, also dieses zweidimensionalen Arrays, was vom Datentyp Integer ist, da wird entsprechend dann um ein Integer der Adressbereich erhöht. Na, wir haben ja pro Spalte haben wir ein Integer. Anders verhält es sich hier bei der Dereferenzierung bzw. dem Zugriff auf die Adresse von der Zeile. Na, hier sieht man jetzt bei der Ausgabe der zweiten Zeile, das ist dieser Ausgabeblock hier, können das hier vorangestellt sehen, also 1, 1, 1, also Index 1, zweite Zeile damit, dann hier auch wieder 0, 1, 2, also von der
zweiten Zeile dann alle drei Spalten. Und hier erhöhen wir dann schon entsprechend um 1, beziehungsweise machen eine zeigerarithmetische Operation, weil in dem Zeiger-Array können wir natürlich dann auch die, beziehungsweise wenn wir diese Referenz uns dann geholt haben, können wir natürlich auch zeigerarithmetische Operationen ausführen. Allerdings wird bei diesem plus 1 nicht ein Integer weitergeschoben, sondern die Anzahl bzw. die Größe, die Dimension der Spalte. Also es wird um eine Spalte entsprechend weitergeschoben und dann hier entsprechend auch, beziehungsweise Entschuldigung, es wird um eine Zeile weitergeschoben und dann in der Zeile hier 0 plus 1 plus 2 dann entsprechend eine Spalte weitergeschoben. Also hier ein Integer. Und hier bleibt das plus 1 gleich, weil wir ja die zweite Zeile beibehalten wollen. Das ist, wie gesagt, jetzt nur ein Beispiel. Ich meine, das sieht natürlich wüst aus mit dieser Dereferenzierung dann, die stattfindet. Also holen wir uns die Referenz, die in diesem Zeiger-Array dann abgelegt ist und beziehungsweise was ja auch in linearisierter Form vorliegt und ja, erhöhen dann entsprechend hier nochmal die Spaltenindexe. Am Ende wird nochmal hier dereferenziert, also wo wir den eigentlichen Wert uns holen, der in dieser Speicher, an dieser Speicherstelle liegt. Und ich möchte das jetzt mal sagen, das ist zur Ansicht, beziehungsweise ist natürlich schon ein komplexeres Beispiel, nur mir war es wichtig, dass Sie auch sehen, was dahinter steckt, wenn Sie zum Beispiel 00 den Zugriff hier über die eckigen Klammern ausführen. Genau, danke deshalb nochmal für die Frage, dass wir das aufgreifen können und das ist einfach wertvoll. In dem Zusammenhang bin ich auch auf einen Fehler aufmerksam gemacht worden. Das passiert, tut mir leid. Und da möchte ich nochmal drauf eingehen. Und zwar hatte ich hier beim letzten Mal, ich habe die Funktion ein bisschen abgeändert, hatte ich hier 2, 3 stehen gehabt. Ich habe dann gesagt, damit kann man auch spezifizieren, dass nur ein Array der Größe, beziehungsweise zweidimensionales Array, also mit 2 Zeilen, 3 Spalten übergeben werden kann. Das war ein Fehler. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Und zwar wird hier erwartet, dass natürlich ein zweidimensionales Array übergeben werden soll, beziehungsweise muss dann auch, das gucken wir uns jetzt gleich an, was 3 Spalten hat. Ja, die Zeilenanzahl können wir hier mit übergeben, die auch dann iterativ verarbeitet wird, beziehungsweise die wird dann auch entsprechend hier unten oder beziehungsweise im Programmrumpf dann abgreifen. Aber im Wesentlichen, und das war eine, also die Mindestanforderung, dass der Spaltenindex angegeben wird. Die Spaltenindex, die Spaltendimension. Und die brauchen wir natürlich dann für die interne Zeigerarithmetik, wenn wir eine Zeile weiterspringen wollen, dass wir wissen, wie viele Spalten hat eine Zeile. Das ist hier 3 Integer-Elemente, ist sie dann lang. Und dann können wir von Zeile zu Zeile springen in der Zeigerarithmetik. Aber dieser Parameter hier ist nicht erforderlich. Wir werden uns jetzt gleich noch angucken, warum. Das hat nämlich auch mit dem Umstand zu tun, dass wenn wir ein Array übergeben, übergeben wir das ja nicht per Wert, also per Value, sondern über die Zeiger, beziehungsweise wir übergeben dann eine Adresse auf das erste Element. Na, das steckt ja im Wesentlichen auch dahinter, wenn wir ein eindimensionales Feld übergeben, wo wir nur diese eckigen Klammern haben, das ist im Wesentlichen dann Zeiger auf das erste Element dieses Feldes. Und das passiert auch hier. Wir haben den Zeiger dann auf das erste Element dieses mehrdimensionalen Arrays, was ja dann der Start, beziehungsweise die Startadresse von der ersten Zeile ist. Und daher kann man mit einer beliebigen Dimension dann auch ein beliebig großes Feld, also mit einer beliebigen Zeilendimension hier angeben. Und wir gucken uns gleich mal an, wie sich das im Wesentlichen verhält, was er hier haben möchte. Na, bevor ich das tue, wollte ich noch mal ganz kurz dieses Programm ausführen. Dazu mal eben raus. So, wenn ich es jetzt ausführe, das war die Ausgabe, die dann auch kommt. Da kann man sehen, also die Werte, wenn wir das auf der 1 Zugriffsmöglichkeit haben, also mit den eckigen Klammern, die normale Indizierung, die man dann auch syntaktisch verwendet, die ist gleich zu dem, als wenn wir Zeiger verwenden. Ja, also hier habe ich einfach ein Array gemacht, 3x3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, habe jetzt die ersten beiden Zeilen ausgegeben, also Werte 1, 2, 3, dann die zweite Spalte, 4, 5, 6. Und sieht, die Werte sind gleich und diese Zeigerarithmetik funktioniert da auch. Und hier hatten wir dann nochmal entsprechend die Adressen, wo man dann sehen konnte, von Zeile zu Zeile sieht man, dass sich das dann um 3 mal 4 Byte, also wir haben ja Integer, ein Integer-Speicherstelle hat dann 4 Byte,
entsprechend weiter schiebt bzw. erhöht in dieser hexadezimalen Schreibweise. Und das ist jetzt die Ausgabe von dem Programm. Und dann werden wir uns jetzt noch mit dem Fall befassen, was passiert, wenn wir jetzt mal ein anderes Array übergeben. Ich habe das Beispiel erweitert. Also wir haben eine 3x3-Matrix hier, also drei Zeilen, drei Spalten, Werte von 1 bis 9, einfach 1 erhöht jeweils, und noch eine 2x2-Matrix. Na? Und was passiert jetzt, wenn ich hier mal einfach 2x2 eingebe, das abspeichere, dann gucken wir mal beim Kompilieren mit dem G++-Compiler, was da passiert. Ja, da zeigt er uns schon einen Fehler an und da meckert er nämlich in der Zeile, wo wir den Aufruf machen, beziehungsweise wo die Aufrufparameter verlangt werden. Und da sieht man, wir versuchen ihm zu übergeben, erstmal Dimension 2, also das 2x2-Array hat natürlich eine Spaltendimension von 2, aber im Wesentlichen interpretiert wird das hier als Integer in den Klammern Sternchen. Das ist ein Zeiger, na, also ein eindimensionales Feld kann man ja auch dann, wie ich schon sagte, als Zeiger umschreiben bzw. als Zeiger auffassen. Also wir haben einen Zeiger und dahinter dann noch die Dimension. Und so wird das im Wesentlichen interpretiert. Also dieses Integer, ich gleiche das nochmal gleich mit der leeren eckigen Klammern, dann 2, kann man auch auffassen als Integer, in Klammern also Sternchen für einen Zeiger und dann noch die Spaltenanzahl hier in den eckigen Klammern 2. Und im Wesentlichen versuchen wir die Dimension 2, also für die Spaltenanzahl zu übergeben, wo 3 verlangt wird und da meckert er. Aber im Wesentlichen, das zeigt er schon, der Zeilenindex spielt hier keine Rolle, der wird ignoriert, auch wenn wir da jetzt einen spezifizieren oben, weil er verlangt nur den Zeiger und der wird damit übergeben, weil das ist nämlich die Adresse dann auf die erste Zeile, beziehungsweise der Anfangsbereich. Die erste Zeile ist dann, oder das erste Element in der ersten Zeile ist dann der Anfangsbereich dieses zweidimensionalen Feldes und deshalb meckert er da. Und wir können dann noch einen Schritt weiter gehen. Wir können das jetzt mal einfach so machen. Wir übergeben ein eindimensionales Feld, das habe ich mal Array1D genannt. Also sieht man hier mit 9 Elementen, auch wieder von 1 bis 9. Und da kann man mal sehen, was er da meckert. Genau, also hier sieht man, dieses INT bzw. das eindimensionale Feld vom Typ Integer wird aufgefasst dann beim Aufruf bzw. wird uminterpretiert als ein INT-Sternchen, also als Zeiger. Ne? Er übergibt dann eine Adresse schon. Ne? Ich gucke mir das gleich nochmal, wir zeigen das gleich nochmal in der Syntax. Aber er verlangt ja im Wesentlichen ein zweidimensionales Feld. Ne? Bzw. eine Referenz hier, die so aufgebaut ist, also mit dem Zeiger voran und dann der Spaltendimension. Und ja, da crasht es auch, weil wir versuchen hier eindimensionales Feld zu übergeben, was natürlich dann nicht zulässig ist. Und genau, also hier Array1D, das ist der Bezeichner, dahinter steckt dann der Zeiger aufs erste Element dieses Feldes. Das dazu, wie gesagt, Entschuldigung, ich hoffe, das ist jetzt da ein bisschen klarer und danke auch nochmal für das Feedback, das ist wirklich hilfreich. Wenn ich Fehler mache, sie passen gut auf mich auf. Das freut mich und genau. Im Wesentlichen also dieses Beispiel stelle ich dann online und das können Sie auch gerne dann nochmal durchspielen beziehungsweise dann auch nochmal in der Entwicklungsumgebung oder mit G++ dann kompilieren und durcharbeiten beziehungsweise sich die Syntax hier angucken. Und genau. Dann will ich ein bisschen rekapitulieren, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Wir haben uns bei der letzten Vorlesungseinheit mit der Übergabe eines mehrdimensionalen Feldes befasst und haben dann nochmal den Rückschritt in Anführungszeichen gemacht auf die eindimensionalen Felder, entsprechend dann, wie man sie auch nutzen kann, wenn man sie übergeben hat und dann die Werte verarbeitet, die man in diesem Feld abgelegt hat, dann auch entsprechend in einer Unterfunktion verarbeitet, also einen komplexen Programmablauf kapselt bzw. aufspaltet oder aufteilt. Und da haben wir einen Fall kennengelernt, wenn wir verschiedene Datentypen haben. Also wir haben zum Beispiel einen zusammenhängenden Datentyp, also vom Typ Integer oder auch vom Typ Double. Und wir möchten die gleiche Funktion nicht zweimal schreiben, also für einen iterativen Durchlauf und eine iterative Verarbeitung von einem Double-Feld als auch von einem Integer-Feld. Und
Da haben wir kennengelernt, nämlich das Konzept der Schablonen oder auch der generischen Programmierung, sogenannten Templates. Und das kann man nutzen, entsprechend, dass wir vorab so ein Template definieren mit dem Schlüsselwort Template, dann TypeName T, also für den Typennamen, den man als Platzhalter benutzt, der später dann beim Funktionsaufruf durch den konkreten Datentypen ersetzt wird, sei jetzt beziehungsweise ein einfacher Datentyp dann für das Feld, sei ja jetzt mal ganzzahlig oder reell, aber wir haben hier einen Platzhalter dafür, den wir mit TypeName T angeben, das ist das T, das wir vor die Aufrufparameter schreiben, als auch natürlich vor den Rückgabetypen. Ja, da haben wir dann ja, verschiedene Beispiele durchgearbeitet. Wir hatten so eine ArrayMin-Funktion beziehungsweise eine Funktion kennengelernt, beziehungsweise die dann hier programmiert wurde, die im Wesentlichen ein Array abarbeitet bis zu einem spezifizierten Bereich beziehungsweise einer spezifizierten Dimension, die wir dann variabel angeben können und ermittelt uns davon das Minimum. Ja, also ein lokales Minimum oder wenn wir die ganze Dimension des Feldes angehen, natürlich das globale Minimum dieses Feldes. Und genau, das haben wir dann auch generisch ausgelegt, beziehungsweise wir geben erst zur Aufrufzeit an, das sieht man hier unten mit Double Short, welcher Datentyp dann entsprechend dieses Feld hat, beziehungsweise dann auch der Rückgabetyp des Minimums. Und damit haben wir nur eine Funktion hier gebaut, beziehungsweise programmiert und können sie dann vielfältig nutzen. Also wir spezifizieren einen vagen oder generischen Datentypen, kann man sagen, hier unten im Aufruf, beziehungsweise zur Aufrufzeit. Ja. Und dieses Beispiel haben wir dann ein bisschen, beziehungsweise dieses Konzept haben wir dann durchgespielt und sind dann zu einem Beispiel gekommen, wo wir auch mal ja nicht nur das Minimum bilden, sondern wir möchten mal ein gegebenes Feld, welches unsortiert ist, möchten wir sortieren. Ja, und da haben wir einen einfachen Sortieralgorithmus kennengelernt, beziehungsweise einen naiven Sortieralgorithmus, den sogenannten Selection Sort, und der einfach ja mal ein Element hier nimmt, beziehungsweise hier das letzte Element und dann entsprechend ja eine Lokalität, beziehungsweise eine, sagen wir mal, eine Untergruppe bzw. eine Untermenge des Feldes untersucht und davon das Minimum bildet und das dann mit diesem aktuellen Feld, was man da durchiteriert bzw. das Element, was in dem Iterationsschritt dann angewählt wird, damit vergleicht mit diesem Minimum. Na? Und haben wir dann gesehen, wenn wir das iterativ durcharbeiten, haben wir dann am Ende ein sortiertes Feld und das sollten wir programmtechnisch jetzt umsetzen bzw. dann wollen wir uns jetzt noch angucken, wie wir das im Wesentlichen ja, programmiertechnisch realisieren können. Und was brauchen wir dazu? Einerseits erstmal eine Funktion sortiere, wo wir dann dieses erstmal das Minimum uns holen von einer gewissen Lokalität und dann entsprechend ja, zu dem Minimum, was wir schon bisher haben, beziehungsweise was also das Element, was hier am hinteren dann verglichen wird, also hier haben wir die 12, 81, 14, 44, das müssen wir mit dem Minimum dann vergleichen. Und wenn dieses Minimum, der Untermenge kleiner ist als dieses selektierte Element bzw. ausgewählte Element, dann vertauschen wir es. Also wir brauchen im Wesentlichen die Bildung des Minimums, wo wir schon unsere Min-Funktion nutzen können, als auch natürlich diese Swap-Funktion, ja, wo wir dann Werte vertauschen. Das hatten wir auch schon kennengelernt. Also wir übergeben zwei Werte und im Wesentlichen ja, vertauschen wir dann einfach nur die Wertigkeiten mit so einem Dreieckstausch. Aber was braucht man dafür? Wir hatten diese Funktion hier schon für das Feld angegeben, dass wir von einem gewissen Bereich, den wir haben, wo wir eine Obergrenze angeben, sei es jetzt die Hälfte, sei es die Drittel des Feldes, also den man hier sieht, der wird hier immer kleiner. Hier haben wir n-1, die Größendimension dieser Untermenge und die wird dann immer kleiner, bis sie dann nachher hier bei 1 angekommen ist, beziehungsweise hier dann letztendlich nur noch 2 hat. Aber die können wir ja angeben. Ne? So viele werden dann nur iterativ verarbeitet an Elementen und dass zum Beispiel hier wird das letzte dann ignoriert. Hier zum Beispiel wird schon ja, fast die Hälfte bzw. Ein Drittel ignoriert und nur 3 Elemente
dann letztendlich untersucht und beziehungsweise ja, 60%, sagen wir es so, also etwas über die Hälfte, aber das können wir spezifizieren, wie viele Elemente dann letztendlich untersucht werden auf das Minimum und dann der Vergleich. Und dazu brauchen wir dann im Wesentlichen diese beiden Unterfunktionen, Bildung des Minimums, als auch natürlich das Vertauschen von zwei Werten, ne? Des Minimums dieser der Untergruppe bzw. der Untermenge, als auch das Element, was derzeit ja, für diesen Vergleich vorgesehen ist. Ja. Und damit haben wir im Wesentlichen jetzt einen Anwendungsfall, mit dem wir dann mit zwei Unterfunktionen oder Hilfsfunktionen arbeiten, die wir in so eine Sortiere-Funktion einbetten. Also wir haben die Funktion Sortiere, wir gehen das Element durch, also folgen hier kn-1 an. Das ist ja dann 12, also das letzte. Und wir gehen so lange durch, bis wir bei 1 angekommen sind und dekrementieren dann immer um 1. Also wir gehen ja einmal so durch, von hinten nach vorne und entsprechend an k, diesem Index, orientieren wir uns auch, wie groß dann im Wesentlichen auch diese Untermenge sein muss. Also beziehungsweise welche Dimension wir dann letztendlich oder Unterdimension wir dann letztendlich prüfen, wie viele Werte wir auf das Minimum untersuchen und dann davon den Index hier erhalten. Dann noch das Vertauschen, das sieht man hier, und wir können das natürlich auch wieder generisch auslegen. Ne? Die Swap-Funktion als auch natürlich die Sortiere-Funktion und die Minimum, beziehungsweise die Funktion, die das Minimum bildet, haben wir im Wesentlichen schon soweit als generische Variante ausgelegt. Und ja, damit haben wir schon ein komplexeres Programm jetzt. Ich werde das jetzt mal in dem Editor hier aufrufen. Also gucken, ah, da ist es, 75, genau, Selection Sort. Das Beispiel ist natürlich dann auch in diesem Package erhalten, das können Sie auch gerne dann nochmal durcharbeiten, aber das ist jetzt die vollständige Implementierung, wie das, also wie dieser Selection Sort dann entsprechend aussieht. Und das sieht man jetzt, haben wir mit den Funktionen, ja, ich sag mal, eine komplexe oder komplexere Funktionalität gekapselt bzw. aufgeteilt in Teilprobleme, Bildung des Minimums, dann das Vertauschen von zwei Werten, als auch natürlich nochmal das Sortieren. Ja, also darin haben wir dann die beiden Funktionen eingebettet, diese Hilfsfunktion, aber die Sortiere-Funktion nimmt natürlich die Durchiterierung des eigentlich zu sortierenden Feldes, das übernimmt sie uns. Und ja, wir können da natürlich auch nochmal so eine Print-Funktion bzw. dann nochmal so eine Ausgabefunktion mit einbauen. Das sieht man hier. Und in der Main-Funktion rufen wir dann entsprechend nur diese beiden, bzw. zeigen als auch sortieren für die Ausgabe, als auch für den Sortieralgorithmus an sich, dann diese beiden Unterfunktionen auf. Ne? Und da sieht man, dass man schon recht oder einen komplexeren Funktionsaufruf dann bequem einerseits generalisieren kann, aufteilen kann. Und auch entsprechend ja, generisch gestalten kann, also vielfältig zugänglich, als auch natürlich wiederverwendbar. Und ich glaube, oder das hoffe ich zumindest, dass dieses Funktionskonzept jetzt am Ende, sondern in der letzten Vorlesung, dann dadurch etwas deutlicher wird. Ne? Und wenn wir uns mit den Klassen beschäftigen, werden wir auch nochmal sehen, wie wir das dann auch nochmal unter einzelnen Objekten austauschen können. Also wie wir das mehr generalisieren können, das Konzept noch, beziehungsweise dann vielfältiger gestalten bzw. uns da auch letztendlich viel Programmieraufwand sparen können, also das ganze Konzept auch effektiver noch nutzen können für große Programme. Na. Wie gesagt, das Beispiel können Sie sich gerne soweit nochmal auch gerne angucken, was man jetzt hier sieht, oder man sieht es nicht, ist ein bisschen verrutscht. Also hier ist dann entsprechend das unsortierte Feld. Und hier haben wir das dann in absteigender Sortierung sortiert vorliegen als Ergebnis. Ich will da jetzt auf den Code nicht im Speziellen detailliert eingehen, das würde natürlich auch den Rahmen sprengen, aber im Wesentlichen haben Sie den Aufbau jetzt gesehen. Einige Elemente kennen Sie schon, beziehungsweise haben Sie schon gesehen, und wenn Sie an dieser Implementierung dann noch Interesse haben, beziehungsweise das auch nochmal durcharbeiten möchten und die Vorlesung nacharbeiten möchten, kann ich nur empfehlen, das Programm sich auch nochmal genauer anzuschauen. Wir hatten dann so ein Resümee gezogen beim letzten Mal, also die wesentlichen Vorteile jetzt der
dieses Funktionskonzeptes dann beleuchtet. Und ja, im Wesentlichen haben wir da aber auch festgestellt, wir haben jetzt mit Arrays gearbeitet, es sind statische Datenbehälter, die Größe ist nicht veränderbar, das ist sehr statisch, sehr fest, und die Bereichsgrenzen, ja, müssen wir dann jedes Mal auch nochmal übergeben, was natürlich auch nochmal neue Komplexität reinbringt, dass wir mal zwei Aufrufparameter brauchen und da auch entsprechend immer aufpassen müssen, dass wir diese Bereichsgrenzen nicht überschreiten. Deshalb in C++ gibt es handliche Datenstrukturen und die werden wir uns dann auch in zukünftigen Kapiteln angucken. Aber im Wesentlichen haben wir dann nochmal die Vorteile uns auch angeguckt bzw. beleuchtet von den Funktionen. Wir werden daran heute noch so ein bisschen ansetzen. Hier ist nochmal so eine Auflistung, da hatten wir beim letzten Mal aufgehört, der einzelnen schon vorgefertigten Funktionen, die es gibt, also die dann in entsprechenden C-Bibliotheken, also C++-Bibliotheken enthalten sind, die sind schon vorprogrammiert. Und das sind zum Beispiel in der CMS mathematische Operationen, darauf war ich eingegangen, als auch natürlich Konvertierungsfunktionen, also wo wir zum Beispiel hier eine Zeichenkette in Double umwandeln können oder auch anderen Datentyp, also eine Ganzzahl oder ja, hier zum Beispiel Long, eine größere Ganzzahl und ja, Ermittlungen auch von Zufallszahlen. Also diese Funktionen bzw. diese Bibliotheken sind sehr vielfältig. Das ist jetzt nochmal nur so eine Auswahl. Wir werden jetzt einen Anwendungsfall kennenlernen, wo wir dann auch mal uns fragen, wofür braucht man diese Funktion? Das ist die Frage, wo wir beim letzten Mal dann stehen geblieben sind. Und ja, im Wesentlichen, die Main-Funktion haben wir bisher ohne Aufrufparameter bedient bzw. genutzt, zwar mit Rückgabewert, also wir haben Return 0 zurückgegeben, so ein Code, dass das Programm ordnungsgemäß beendet wurde, was man dann nutzt. Und ja, im Wesentlichen kann man auch die Main-Funktion auch mit Parametern aufrufen, wenn man dem ganzen Programm auch gewisse Parameter oder Steuerungsparameter geben kann oder geben möchte, sagen wir es so. Und die werden in einem Character Array, in einem Array vom Datentyp char abgelegt. Und da müssen wir natürlich so, wie wir es kennen, entsprechend hier die Anzahl der Elemente übergeben, als auch natürlich die Referenz bzw. den Zeiger auf dieses Array von Zeichenketten dann nochmal. Und damit können wir dann auch verschiedene Aufrufparameter nutzen. Ne? Also die werden dann als Zeichenketten abgelegt, nochmal natürlich hier auch, deshalb ist das auch ein Array vom Typ CharacterZeiger, weil da stecken natürlich Zeigerketten hinter. Und die werden natürlich auch nochmal, wie wir es gesehen haben, so elementweise abgelegt, haben dann natürlich auch eine Adresse im Speicher und die werden dann in diesem Feld hier, also argv steht für Argument Value, argc ist der Arguments Count, aber im argc werden dann diese Referenzen auf diese Zeichenketten abgelegt und ja, wir können dann dem Programm hier, zum Beispiel 3,14, hallo 8, verschiedene Aufrufparameter unterschiedlichen Typen. Also hier haben wir eine reelle Zahl, hier haben wir eine Zeichenkette an sich schon und hier haben wir einen ganzzahligen Datentyp. Die werden alle erstmal als, ja, kann man auch umgangssprachlich sagen, String abgelegt, ne, als Zeichenkette. Und dann können wir sie nachher natürlich im Programm wieder auch entsprechend ihrem eigentlichen Datentyp zurückkonvertieren. Ne? Aber im Wesentlichen können wir das Programm dann von außen steuern, indem wir ihm auch Aufrufparameter geben. Das sieht man dann hier. Im Wesentlichen, was wird dem alles übergeben in diesem argv-Array? Das ist eine Besonderheit, also argv0, erste Zeichenkette, ist der Programmname an sich, der wird darin abgelegt. In argv1, also im zweiten Element, dann der erste Aufrufparameter, argv2, der zweite und hier argv-Index 3, dann der dritte. Also argc hat insgesamt den Wert 4. Also wir haben hier 4 Aufrufe, beziehungsweise 4 Parameter, die abgespeichert werden. Und entsprechend ihrer Natur bzw. ihrer eigentlichen Datentyps können wir diese jetzt zurückrechnen. Ja, das sieht man hier. Also Programmaufruf in der Kommandozeile. Den machen wir hier. Aber wir können jetzt zum Beispiel diese 3,14, die als Zeichenkette vorliegt in diesem argv-Array, können wir dann natürlich auch mit so einer Funktion, die wir kennen, zum Beispiel A2F, also A2Float, also zu einer Fließkommazahl, beziehungsweise A2Float, also Floating Point Number, das steht hier für, das haben wir hier in dieser Referenz,
Also A2i ist eine Zeichenkette in eine Ganzzahl umwandeln, ASCII-to-Integer. Und Zeichenkette in eine Fließkomma-Umzahl umwandeln ist dann ja, ASCII-to-Floating-Point zum Beispiel, umgangssprachlich. Aber die können wir jetzt natürlich hier nutzen. Einerseits, um diese 3,14 zurückzuwandeln, na, dann nehmen wir dann argv1, also den Zugriff dann auf die Zeichenkette. Wir wandeln das in eine Fließkommazahl um und das dann speichern wir dann als Double-Wert ab. Das gleiche dann mit A2i, also ASCII-to-Integer, dann entsprechend als Integer-Wert hier auch abgelegt. Ja, und hier können wir auch so eine Prüfung machen, wenn wir die Anzahl der Argumente festlegen wollen. Also argc nicht gleich 4 wird ein Error ausgegeben, also hier mit c-Error, argv 0. Also es werden drei Elemente erwartet. Hier geben wir noch den Programmnamen aus, dass die Funktion, also beziehungsweise damit wird signalisiert, dass dieses Unterprogramm dann auch aufgerufen wurde, beziehungsweise dann auch der entsprechende Fehlermeldung dann zurückgegeben wird. Aber hiermit können wir spezifizieren, dass drei Aufrufparameter neben dem schon abgespeicherten Programmnamen dann angegeben werden müssen. Und damit können wir auch schon mal vorab so eine Eingabevalidierung durchführen. Also hier sieht man auch, Return 1 steht dann für, ist ein Fehler aufgetreten, wir haben Fehlercode 1, es ist nicht mehr Return 0. 0 steht im normalen Weise dafür, ist alles okay. Ja, also das ist ja hier Rückgabetyp Integer. Und wir können dies natürlich auch, wenn wir ein Programm vom Betriebssystem absteuern und können diese Rückgabewert natürlich abfangen und dann gucken, ist das Programm ordnungsgemäß beendet worden oder nicht. Ja, aber hier kann man eine Eingabevalidierung durchführen über den argc-Parameter, dass man dann guckt, wie viele Argumente letztendlich übergeben wurden, ob zu viel oder zu wenig übergeben wurden. Das können wir dann damit prüfen. Es gibt natürlich dann auch noch weitere Funktionen, also zum Beispiel auch die Zeichenketten oder Zeichen betreffend, zum Beispiel Umwandlung in Kleinbuchstaben, also eines großen Buchstabens, eines Großbuchstabens, der als Character abgelegt ist oder vom Typ Character, dann in Kleinbuchstaben oder umgekehrt in Großbuchstaben umgewandelt werden kann. Dann hier ist Alpha, ist Digit oder ja, können wir prüfen, ist das Zeichen ein Buchstaben, ist es eine Ziffer oder ist es ein Leerzeichen, also in dem Fall ein Whitespace. Und ja, das ist eigentlich recht viel, war ja sehr vielfältig, ne? Zum Beispiel ist ein Steuerzeichen. Wir werden das nachher in einem Beispiel noch kennenlernen, wie das genauer funktioniert, beziehungsweise wie wir das nutzen können. Aber im Wesentlichen darum geht es. Wir haben eine vielfältige Auswahl an verschiedenen vorgefertigten Funktionen, die wir neben der IO-Stream, die wir schon kennen, dann auch einbinden können über die Include-Anweisung oder Include-Direktive. Ich will nochmal zwei kleine Beispiele hier nennen. Zum Beispiel die Aufgabe ist, wandle alle Zeichen einer Zeichenkette in Großbuchstaben um. Also hier haben wir im Wesentlichen dann ja, so eine Funktion toUpper. Und da möchten wir eine ganze Zeichenkette, die in Kleinbuchstaben jetzt vorliegt, das setzen wir mal voraus, in Großbuchstaben umwandeln. Dann übergeben wir die Referenz auf eine Zeichenkette, also auch wieder über Zeiger, dass wir dann den Zugriff haben auf das erste Element bzw. das erste Zeichen, was abgelegt ist vom Typ Char, also als Character. Und wir iterieren diesen Zeiger ruhig bzw. können den dann soweit immer erhöhen über die Zeigerarithmetik hier, bis wir beim Steuerzeichen, also Slash 0, angekommen sind. Also dass dieser Slash 0 war ja diese Abbruchbedingung bzw. dieses Abbruchzeichen, dass der Zeichenkette da zu Ende ist. Ja, und das können wir dann entsprechend hier dann durchiterieren und dann jedes Zeichen, was wir derzeit haben, entsprechend mit toUpper dann in Großbuchstaben umwandeln. Aber ja, das sieht man jetzt hier, ist so eine Kombination daraus, dass wir die Zeichenkette dann den Zugriff haben, beziehungsweise iterativ durchlaufen und dann mit dieser vorgefertigten Unterfunktion dann mit toUpper entsprechend in Großbuchstaben umwandeln. Zum Beispiel, was auch geht, wo wir das dann auch nutzen können, also gerade diese Konvertierungsmöglichkeiten jetzt aus der, sind sie jetzt gerade nicht aufgelistet, ich dachte, werden noch in der Liste enthalten. Ah, genau, ist neben, genau, hier ist es toLower, toUpper, können wir natürlich auch Zeichen im Wesentlichen ersetzen.
Sehen wir jetzt hier. Oh, da muss ich mal zurück. Nicht funktioniert. Ah, komm, da ist es. Wunderbar. Also ersetze alle nicht druckbaren Zeichen durch Leerzeichen. Da können wir prüfen, ist print. Die ist auch schon Vorsicht. Also ist printable. Ist das ein druckbares Zeichen oder nicht? Und das können wir dann entsprechend auch in dieser Iteration der Zeichenkette dann entsprechend prüfen. Haben wir ein druckbares Zeichen? Ist das der Fall? Ersetzen wir es, beziehungsweise behalten, beziehungsweise ist das der Fall, ersetzen wir es durch ein Leerzeichen. Das ist hier so eine Kurzschreibweise. Dieses Fragezeichen ist so eine boolsche Expression, die steht für, ist hier true gegeben oder nicht. Also ist print hat als Rückgabetyp einen boolschen Datentyp, also true oder false. Und mit diesem Fragezeichen prüft man ab, das ist so eine Kurzform der C++-Syntax, also ist print Sternchen S, also das aktuelle Zeichen, was hier geprüft wird, gleich gleich true. Also das wäre die Übersetzung davon. Ist das der Fall? Würden wir hier reinspringen, wenn man das jetzt mal in If-Else-Konstrukten denkt, dass hier dann ein Leerzeichen, beziehungsweise ein Leerzeichen, beziehungsweise ein Whitespace dafür dann eingesetzt wird, was dann auch hier wieder dem Zeichen, also S, entsprechend dann gegeben wird, beziehungsweise darauf dann, dass dort abgelegt wird. Ist das nicht der Fall, übernehmen wir einfach ja, mit Sternchen S, also das ist ja der Zeiger jetzt auf dieses aktuell durchiterierte Zeichen, werden wir das dann natürlich da entsprechend übernehmen einfach nur. Aber diese Schreibweise werden wir nachher nochmal in einem Beispiel beleuchten. Also hier hat man dieses Fragezeichen, das ist im Wesentlichen, könnten auch das umgangssprachlich schreiben oder nicht umgangssprachlich, also ausführlicher schreiben, if is print, Sternchen S, also für das aktuell durchiterierte Zeichen der Zeichenkette gleich gleich true. Dann die Ersetzung hier mit dem Leerzeichen. Else, also ist es nicht, übernehmen wir einfach dann das Zeichen entsprechend. Na, und diese Schreibweise, diese Kurzschreibweise werden wir nachher noch in einem Beispiel uns nochmal genauer angucken. Aber das kann man natürlich auch machen, um Platz zu sparen. C++ bietet da sogenannte Kurzschreibweisen, aber dieses Fragezeichen, diese Prüfung hier bezieht sich nur auf boolsche Ausdrücke bzw. auf boolsche Prüfungen, also true oder false. Dann haben wir noch die C-Time. Damit können wir dann entsprechend ja, die aktuelle Zeit in Sekunden beziehungsweise seit dem 01.01.1970 abrufen. Müssen die dann natürlich auch entsprechend zurückrechnen, wenn wir Minuten haben wollen. Na, dann Local Time, also die UTC-Sekundenzeit in lokale Zeit und ISC-to-Time wandelt ja, uns das Ganze, beziehungsweise hier liegt die als zusammenhängender Datentyp oder Verbundsdatentyp als ein Struct vor, können wir das natürlich auch nochmal in lesbare Form umwandeln. Na? Und nochmal so spezielle ja, Zeitfunktionsmethodiken bzw. Zeitfunktionen, na, wo wir uns dann die Zeit natürlich entsprechend hier zurückgeben können. Also Time T ist dann entsprechend dieses Struct und jetzt dann liefert uns die Zeit, also die Anzahl der Sekunden seit dem 01.01.1970 und die müssen wir natürlich dann auch entsprechend nochmal ein gutes Format hier überführen, na, wozu wir auch natürlich Möglichkeiten haben oder wo wir auch nochmal Rückrechnungen durchführen können. Aber solche Zeitmöglichkeiten gibt es dann auch, wenn man zum Beispiel auch Zeitstempel haben möchte. Dafür ist insbesondere Time dann zuständig, wenn wir einen Zeitstempel haben wollen zum jetzigen Zeitpunkt, zum späteren Zeitpunkt, um da Differenzmessungen durchzuführen, die über die Zeit notwendig sind. So werden wir das Programm dann nutzen wollen. Beziehungsweise im Funktionsablauf dann auch Zeitmessungen durchführen und da Zeitstempel brauchen. Ja. Muss man eben gucken. Die müsste auch nochmal eben kurz hier, ob ich dazu noch ein Beispiel habe. Genau, hier ist die Time. Die ist natürlich auch in dem Package enthalten. Ich übersetze die mal mit G++. Also 33 Time minus O Time. Out.
das Time.out haben. Genau, im Wesentlichen haben wir dann den Zeitstempel, den wir ja vorher abgegriffen haben, dann in ein lesbares Form schon mit einer Unterfunktion überführt. Und genau, also hier den Wochentag, dann Dezember, den 9., die Uhrzeit und das Jahr. Also in dem Format liegt das dann vor. Aber entsprechend die Funktionalität gibt es dann auch. Ich will jetzt einen weiteren Exkurs machen. Wir hatten bei einem Exkurs, der sich so auf theoretische Modelle der Informatik bezog, schon die Grammatiken kennengelernt. Und wir lernen heute ein zweites Konzept kennen, nämlich die sogenannten deterministischen endlichen Automaten. Im Englischen auch bezeichnet als Finite State Machines, also FSM kurz geschrieben. Und das ist im Wesentlichen ein zentrales Modellierungswerkzeug in der Informatik. Per Definition besteht so ein deterministischer endlicher Automat aus einem Fünftupel. Einerseits durch S, das ist eine endliche Menge von Zuständen. Dann beziehungsweise Zustände, die dieser Automat annehmen kann. Na, ich gebe da auch gleich nochmal ein Beispiel zu, beziehungsweise so ein bisschen, wir kennen ja schon einige Automaten, Getränkeautomaten, Kaffeeautomaten, der kann natürlich verschiedene Zustände annehmen. Na, und die wechseln und so. Ja, so ein Konzept kann man natürlich theoretisch aufpassen, beziehungsweise dafür auch eine Beschreibungsmethodik entwickeln, um damit nachher auch, beziehungsweise in der Programmierung dann solche Konzepte umzusetzen, na, oder auch theoretisch zu beschreiben. Und naja, wir haben erstmal grob gefasst oder erstmal abstrakt gefasst eine Menge von oder eine endliche Menge von Zuständen S. Dann haben wir Sigma, das endliche Eingabealphabet. Das kennen wir auch schon aus den Grammatiken, wenn wir dann eine Menge an Symbolen haben. Dann eine Übergangsfunktion, wo wir dann ein Paar prüfen von Zuständen, also einem Zustand, in dem wir uns gerade zum Beispiel befinden. In Abhängigkeit natürlich von einem Symbol, was in diesem Alphabet vorliegt, was dann oder die Kombination daraus oder dieses Paar des Vorliegens, also des Befinden in einem Zustand, was dann ja überführt wird, deshalb auch Übergangsfunktion oder Transitionsfunktion oder den Übergang bildet, um es ein bisschen symbolischer auszudrücken, dann in einen Folgezustand. Ja. Und dann haben wir noch eine Menge von Finalzuständen, also wo der Automat dann endet, ist ja ein endlicher Automat. Aber auch natürlich hier S0, Element S, der Startzustand. Und damit können wir eigentlich im Wesentlichen Automaten beschreiben. Ja, und ja, im Wesentlichen ein deterministischer endlicher Automat, also ein DEA, startet immer im Zustand S0, verarbeitet Eingaben und wechselt dabei seinen Zustand. Ja. Er terminiert ordnungsgemäß, wenn die Eingabe leer ist und kein Endzustand und ein Endzustand aus F erreicht ist. Na. Im Wesentlichen können wir damit auch ein ganzes Programm beschreiben. Na. Im Wesentlichen das, was zum Beispiel auch die Kaffeemaschine macht, da steckt natürlich auch ein Programm hinter. Na. Da steckt natürlich auch eine Programmierung hinter mit verschiedenen Zuständen. Na. Ob ich jetzt heize, ob ich abkühle, ob ich reinige, na, wo gewisse Bedingungen auch vorliegen müssen, beziehungsweise Eingaben na, vom Eingabealphabet, zum Beispiel ich drücke eine Taste, die wird natürlich interpretiert für eine Tasse. Da muss, sagen wir mal, nach der Eingabe wird erstmal dann Zustand Heizen aufgerufen. Dann, wenn das durchgelaufen ist, beziehungsweise wird der nächste Zustand dann ausgeführt, wo vielleicht auch ja, eine Bedingung dafür herrschen muss, dass zum Beispiel genug Wasser drin ist, beziehungsweise wird schon vorher geprüft bei den Vollautomaten. Aber ich glaube, das macht so ein bisschen deutlicher. Die Kaffeemaschine ist ein gutes Beispiel, wird gerne genommen. Aber wir haben Heizen, dann Kaffee auffüllen, beziehungsweise Kaffeeausgabe ausschenken. Und ja, im Wesentlichen läuft in der Kaffeemaschine auch ein Programm und damit auch kann man programmiertechnisch auch einen ganzen Automaten damit abbilden. Aber natürlich mit diesem Konzept der deterministischen endlichen Automaten dann auch ein Programm theoretisch beschreiben. Das ist ein theoretisches Beschreibungswerkzeug oder Modellierungswerkzeug in der Informatik. Und grafisch dargestellt, also wir haben die Zustände als Kreise, beziehungsweise so ein DEA grafisch darstellen wollen, bezeichnen wir oder fassen wir die einzelnen Zustände grafisch als Kreise auf. Und der Kreis hat ein, im Kreis ist der Bezeichner des Zustands. Der wird häufig durchnummeriert, kann aber auch alphanumerisch sein.
dass wir jetzt zum Beispiel sagen, heizen, ne, abkühlen etc., ausschenken. Also wir können den natürlich alphanumerisch auch auffassen, aber er wird häufig durchnummeriert. Und im Wesentlichen haben wir dann, wenn wir zwei Zustände haben, wie hier in dem Beispiel, haben wir natürlich auch einen Übergang. Ne? Also zum Beispiel der Zustand 3 kann in den Folgezustand 4 führen, beziehungsweise dann wird vom Zustand 3 überführt in den Zustand 4. Der Automat dann wechselt seinen Zustand und das wird durch sogenannte Pfeile hier dargestellt. Also ich wechsle von 3 in Zustand 4 und entsprechend steht auch dann nochmal das Eingabesymbol. Ja, also diese Kombination aus dem jetzigen Zustand, in dem wir uns befinden, und welches Eingabesymbol aus dem Eingabealphabet vorliegt, dieses Paar daraus, bildet dann die Bedingung, um zum Beispiel, beziehungsweise dieses Paar, oder die Bedingung, dass Zustand 3 vorliegt und das Eingabesymbol aus dem Alphabet vorliegt, hier zum Beispiel X, ist dann die Bedingung, um in den Zustand 4 zu wechseln. Das ist also unsere Transition oder Überführung von Zustand 3 in 4, deren Abhängigkeit geschehen muss, oder das Vorliegen davon muss vorliegen von dem Symbol X. Und der Endzustand oder Endzustände werden durch Doppelkreise dargestellt. Also wenn wir jetzt einen Endzustand haben, hier Index 5, der würde durch so einen Doppelkreis dargestellt. Wir werden jetzt so ein Beispiel davon beleuchten, nämlich, und das orientiert sich an diesem Grammatikenbeispiel, wir sollen ein DEA entwerfen, der arithmetische Ausdrücke ohne Klammer für nicht-negative Ganzzahlen auf Korrektheit prüft. Arithmetische Ausdrücke, da müssen wir ein bisschen jetzt mal spezifizieren, was das heißt. Also wir reden uns jetzt erstmal hier von Zahlen bzw. Digits, die dann eingegeben werden. Die haben wir jetzt mehr als Symbol oder als Symbol bezeichnet, mit D bezeichnet für Digit. Dann beim arithmetischen Ausdruck brauchen wir natürlich den Operanden. Na, das ist hier OP kleingeschrieben. Und das Gleichheitszeichen. Na, ich gebe gleich nochmal ein Beispiel, wie das dann auszusehen hat. Aber im Wesentlichen diese drei Symbole, also die Zahlen, also dann die Digits, die Ziffern, den Operanden als auch das Gleichheitszeichen. Das ist unser Eingabealphabet, was dann aus drei Eingabesymbolen besteht. Im Wesentlichen können wir uns das mal hier angucken. Also 3 plus 4, dann haben wir noch einen Operanden hier, minus 5 und dann das Gleichheitszeichen. Also diesen arithmetischen Ausdruck wollen wir prüfen mit einem DEA. Und da haben wir diese drei Bedingungen halt vom Eingabealphabet. Wir haben drei Zustände, also die werden durchindiziert bzw. durchnummeriert hier von 0, 1, 2 und der Startzustand ist dann S0, also hier 0 und der Endzustand ist dann der letzte hier von der Nummerierung her 2. Und im Wesentlichen, ja, was brauchen wir als erstes? Also wenn wir uns in diesem Zustand befinden, wo wir jetzt erstmal die Eingabe zum Beispiel erwarten von einem Digit, ja, oder einer Zahl, dann befinden wir uns erstmal im Zustand 0. Na? Und wenn dieses Eingabesymbol vorliegt, also D, können wir in den Zustand 1 wechseln. Na? Das sieht man jetzt in dieser Transitionstabelle, kann man sagen. Also wir haben hier erstmal von der Transitionsfunktion dann 0 vom Index. Und in dem Zustand hier haben wir die Möglichkeit eigentlich nur von der Logik her, weil wir als erstes ja eine Zahl brauchen. Na, da ist es unzulässig, jetzt erstmal von der reinen Logik her, das Gleichheitszeichen dann umzusetzen, beziehungsweise den Operanden erstmal abzufragen, beziehungsweise der eingegeben werden muss oder vorliegen muss. Deshalb können wir eigentlich nur in den nächsten logischen Zustand wechseln, der 1 ist, na, der Folgezustand, wenn wir auch dieses Symbol, also dieses Zeichen, also die Zahl D, die als Symbol repräsentiert wird, mit D als Platzhalter, wenn die vorliegt. Also Zustand 0, dann haben wir hier das Vorliegen des Eingabesymbols D, dann wechseln wir in den Folgezustand. Ja. Jetzt kann man natürlich neben einer Ziffer kann man natürlich mehrere eingeben. Also was wäre jetzt, wenn wir uns im Zustand 1 befinden? Also ein Zeichen wurde schon eingegeben und jetzt wird noch ein zweites zum Beispiel eingelesen oder eingegeben. Das ist jetzt mal ein bisschen symbolisch gesprochen. Dann können wir natürlich hier nochmal also so eine Transition auf den Zustand selber machen. Ja. Also mit so einer Schleife hier dargestellt, nochmal so ein Besonderheit, was man auch machen kann, wir müssen natürlich nicht zurück
weil wir können auch nicht zurück. Wir haben ja schon den eigentlichen Startzustand überschritten, ne, wo gar nichts vorliegt, wo noch gar nichts eingegeben ist. Wir haben schon mal exemplarisch gesprochen oder jetzt so beispielhaft gesprochen, schon ein Digit eingegeben, das nächste eingegeben und daher können wir hier auch nochmal so eine Transition auf den Zustand selber machen, ne, den Folgezustand, ne, definieren. Ne. Also wir gehen noch nicht in den Endzustand über, weil uns natürlich noch das Gleichheitszeichen fehlt, aber wir können natürlich auch das nächste Digit abfragen. Beziehungsweise dann zwei Ziffern haben von einer Zahl oder mehrere. Ja. Nochmal jetzt für den Zustand 0, den Initialzustand gesprochen. Also wir können nur erstmal rein logisch in den Folgezustand wechseln, wenn wir ein Digit haben. Ja. Und das wird ja angegeben, also in der Transitionstabelle vom Zustand 0 haben wir folgende Übergangsfunktion bzw. Transition, die legal ist bzw. möglich ist, wenn wir hier 1 haben, als beziehungsweise, ja, wenn das D vorliegt, können wir den Zustand 1 wechseln, das wollte ich sagen. Aber deshalb ist hier auch mit minus 1 angegeben, wenn zum Beispiel das Symbol OP vorliegt als Eingabe, also ein Operand, oder das Gleichheitszeichen, damit können wir ja nicht wechseln. Also das, damit soll ja nicht unser arithmetischer Ausdruck anfangen. Deshalb wird das hier mit minus 1 in der Transitionstabelle angegeben, das ist ein Fehlerzustand. Na, also der ist fehlerhaft und da können wir in keinen Zustand wechseln, der uns hier in der Zustandsmenge angegeben ist. Was wir allerdings machen können, wenn wir jetzt zum Beispiel das erste Digit eingegeben haben oder die Zahlen eingegeben wurden, wir befinden uns in Zustand 1, dann brauchen wir den Operand. Na, und da können wir dann nochmal in Zustand 0 zurück, also wo wir im Wesentlichen auf die Eingabe eines Zeichens warten, aber wir können den Zustand 1 natürlich auch nochmal zurück, um auf die Eingabe, also nach der Eingabe und dann nach dem Vorliegen von einem Operand, das ist jetzt die Transitionslogik vom Zustand 1, den wir haben. Also wir können einerseits sagen, wir führen wieder auf den Zustand 1, wenn wir ein weiteres Eingabesymbol D hier vorliegen haben, also ein weiteres Zeichen. Haben wir ein Operand vorliegen, wechseln wir wieder in den Zustand 0, wo wir auf die Eingabe eines Zeichens warten, einer Ziffer warten. Ne? Weil, wir müssen jetzt mal über 4 plus 3, brauchen wir den zweiten Operanden entsprechend, beziehungsweise die zweite Ziffer, beziehungsweise die zweite Zahl, sagen wir es so. Und wenn wir das dann haben, können wir, beziehungsweise mit dem Operanden dann, zum Beispiel jetzt hier 4, der erste, dann plus, wäre der Operand, dann das nächste, 4, dann können wir rüberwechseln in den nächsten Zustand. Also wenn wir diese Bedingung erfüllt haben, können wir mit dem Vorliegen, also wenn dann gleich eingelesen wird zum Beispiel, also das Gleichheitszeichen, können wir dann in den Finalzustand reinwechseln. Ja, und so können wir dann so eine Eingabelogik 3 plus 4 zum Beispiel jetzt nur für einen gesprochen, also für eine binäre Addition gesprochen, also 3 plus 4 gleich, können wir diese Eingabelogik, die vorliegen muss, in einem Zustandsautomaten bzw. in einem endlichen Automaten dann beschreiben und im Wesentlichen dann die einzelnen Transitionen dann hier in der Tabelle angeben. Ja, und wir können das Ganze noch weiter fächern natürlich auch, dass wir auch zum Beispiel Sonderzeichen einlesen bzw. so Einrückungen und dieses Beispiel ist jetzt im Wesentlichen von diesem Beispiel mit drei Zuständen eine Erweiterung. Also akzeptiere auch White Spaces, also ein Leerzeichen zwischen den Operanden und den Operatoren. Und dann haben wir hier im Wesentlichen ja auch wieder, ja, das ist eigentlich nur eine Erweiterung. Also wir haben hier wieder die Zustände, also 0, 1, 2, die wir schon kennen aus dem vorherigen Beispiel. Und jetzt noch einen weiteren Zustand, den wir gleich mal analysieren. Aber im Wesentlichen ändert sich nicht viel. Wir haben den Startzustand wieder S0 gleich 0, Endzustand ist 2, aber wir haben jetzt eine Erweiterung des Eingabealphabets neben dem Operator, den Operanden, die eingegeben werden, also zum Beispiel Zahlen, ja, haben wir dann natürlich auch neben dem Gleichheitszeichen, was wir auch wieder brauchen, auch nochmal ein Whitespace, also ein Leerzeichen, das wir zum Beispiel auch sagen von der Formatierung her, also 3 plus 4, können wir auch sagen 3 plus dann Leerzeichen 4, Leerzeichen minus, Leerzeichen 5, dann gleich, also so eine, wie soll ich sagen, so eine
Formatierung auch zulassen bzw. prüfen, ob sie dann zulässig ist oder nicht. Und dafür brauchen wir natürlich auch nochmal einen weiteren Zustand, also dass ein Whitespace bzw. ein Leerzeichen eingegeben wurde. Und ja, damit haben wir dann im Wesentlichen vier Zustände von 0 bis 3 dann entsprechend ja, soweit durchnummeriert. Und jetzt prüfen wir, stellen dann wieder die Transitionstabelle auf, die natürlich jetzt entsprechend größer ist durch den dritten Zustand bzw. vierten Zustand hier mit dem Index 3. Aber im Wesentlichen sehen wir dann auch wieder, dass wir hier, ja, haben wir ja schon wieder die vorige Logik, also dass wir erstmal auf den Operanden warten, also das Eingabesymbol D, beziehungsweise dann erst in den Folgezustand 1 wechseln für den Operator bzw. Für das Gleichheitszeichen, dann, ja, beziehungsweise das Gleichheitszeichen dann minus 1 die Fehlerzustände haben, wenn wir ein, beziehungsweise die Eingabe eines Whitespaces haben, naja, dann springen wir, beziehungsweise bleiben wir im Modus, beziehungsweise im Zustand 0, ja, weil wir wollen da nicht weiter, können zwar, ein Whitespace kann eingegeben werden, ne, ein Leerzeichen, aber wir wollen erstmal, oder wir brauchen den Operand, also D, ja, und dann entsprechend, kennen das so ein bisschen, vielleicht mal so im programmiertechnischen Jargon das umgesetzt, also mit Do While, ja, dass wir so lange durchiterieren, beziehungsweise hier so lange den Zustand nicht verändern, bis ein zulässiges Zeichen eingegeben worden. Das haben sie programmiertechnisch ja schon umgesetzt. Und das können wir dieses Konzept zum Beispiel hier beschreiben. Also wir warten auf die Eingabe des Operanden. Der Benutzer kann natürlich auch Whitespaces eingeben, jetzt von dieser Umgebung, die wir hier kreiert haben, zulässig. Aber wir wollen erst dann in den Zustand 1 wechseln, wenn wirklich auch ein Operand vorliegt. Na, also hier mit D dann symbolisiert. Und dann haben wir natürlich hier wieder die Rückführungstransistoren, also von 1 dann 0, wenn der Operator eingegeben wird. Und ja, diese Logik kennen wir schon, dann mit dem Gleichheitszeichen, dann wieder 1 auf 2, als auch natürlich wieder mit D, wenn wir ein weiteres eingeben, dass wir den Zustand dann nicht wechseln, also dann ein weiteres zum Beispiel eingeben. Und da natürlich, also wenn wir jetzt zum Beispiel hier von der Abgabe her haben, also 0 auf 1 wechselt, wir haben eine 4 eingegeben, dann eine weitere 4, wollen wir ja nicht automatisch dann auf den Zustand 2 wechseln, weil uns der Operator fehlt. Zum Beispiel hatten wir eben schon den Fall beleuchtet. Und dann müssen wir jetzt nur hier nochmal unterscheiden, also im Zustand 1, was ist, wenn ein Whitespace eingegeben wird? Also der zulässig ist entsprechend und den wir jetzt natürlich machen können. In dem Fall, das ist der Zustand 3, der jetzt noch hinzukommt, müssen wir natürlich auch unterscheiden, ja, wird jetzt danach der Operator eingegeben oder das Gleichheitszeichen, weil wir dürfen ja auch den Whitespace haben, also zwischen Operanden und Operatoren, wie man das entsprechend hier sieht, also 3 plus dann das Leerzeichen hier oder auch hier und ja, oder auch dazwischen. Aber entsprechend, Entschuldigung, müssen wir natürlich dann gucken, was kommt, wenn ein Whitespace eingegeben wurde, als nächster, also beziehungsweise als nächstes Eingabesymbol. Und wenn wir das Gleichheitszeichen haben, dann wird das entsprechend auf den Endzustand hier transferiert. Das ist der Übergang, der in der Transitionstabelle hier unten angegeben wird und dann entsprechend in den Zustand 2 führt. Kommt dann ein weiterer Operator noch hinzu, müssen wir natürlich danach wieder einen weiteren Operand einlesen bzw. in den Zustand dieser uns in den Zustand begeben, dass wir die Eingabe eines weiteren Operanden erwarten. Ja. Und im Wesentlichen haben wir das komplett jetzt oder dieses Konstrukt jetzt auch einfach dadurch komplexer gestaltet, aber wir haben ein weiteres Zeichen zugelassen, was zu, also zwischen Operanden und Operatoren vorliegen darf. Und wir haben natürlich noch die Transitionstabelle dann entsprechend erweitert. Also Endzustand bleibt der gleiche, ist 2, aber wir haben natürlich noch einen weiteren Zustand, also 3, wenn dann ein Whitespace eingegeben wurde nach der Eingabe eines Operanden, wo wir dann entsprechend auch prüfen müssen. Beziehungsweise nicht prüfen, sondern entsprechend hier jetzt rein theoretisch im Grundrahmen gesagt, also diese beiden Transitionen haben von 3 nach 0 als auch 3 hingehend nach 2, wenn wir dann den
das Gleichheitszeichen haben. Und ja, was passiert, wenn man das jetzt so mal ein bisschen nochmal symbolisch beschreibt, beziehungsweise einfach natürlicher Sprache beschreibt? Das ist erstmal natürlich ein abstraktes Konzept. Na? Aber gut, wir befinden uns Zustand 0, also Lese D, führt dann, beziehungsweise hier sieht man dann, also überführt in den Zustand 1, dann kommt Lese OP, also den Operanden, führt dann zu Zustand 0, Lese Whitespace, na? Führt auch wieder zu Zustand 0, also auf sich selber hier, so eine Selbstreferenzierung kann man sagen, weil wir natürlich jetzt auf einen Operator warten und Operanden warten und dann Zustand 1, wenn wir den jetzt auch bekommen, also wenn dann tatsächlich hier mit Lese D, also Lese das Eingabesymbol D vorliegt, sind wir dann mit dem Zustand 1 und jetzt kann tatsächlich auch zum Beispiel ein Whitespace aus dem Eingabesymbol eingelesen werden. Dann wechseln wir in den Zustand 3. Und da können wir dann zum Beispiel auch sagen, also Zustand 3, Lese, Operand, also OP als Eingabesymbol, dann wechseln wir wieder in den Zustand 0. Na, ich glaube, das macht so etwas Wesentlichen anschaulicher. Und genau, dann hier über Zustand 1, also nach dieser Eingabe wechseln wir dann, also erst die Einlesung von einem weiteren Operanden und dann sind wir in Zustand 1. Dann folgt die Eingabe des Gleichheitszeichen und damit haben wir den Endzustand erreicht. Damit können wir ja so einen Aufruf bzw. so eine Eingabe tatsächlich mit einem Automaten genau abprüfen bzw. dafür die Logik dahinter modellieren bzw. beschreiben. Also 3 plus dann Whitespace, 4 Whitespace minus weiteres Whitespace, Leerzeichen 5 gleich. Ja, und das ist so die Erweiterung jetzt dieses vorherigen Beispiels und damit haben wir schon einen deterministischen endlichen Automaten kennengelernt mit wesentlichen, ja, vier Zuständen und genau entsprechenden vier oder ja, vier Symbolen, die dann im Eingabealphabet liegen, als auch End- als auch Startzustand. Wie setzt man sowas dann programmiertechnisch um? Also wenn wir ein grafisches Modell haben, dann die Umsetzung in ein konkretes Programm. Wir machen uns erstmal den Zustand dafür nutze oder zunutze, dass die entsprechend durchnummeriert werden, also 0, also durchindiziert werden in dem Sinne 0, 1, 2, 3. Das sind die Indexe vor, oder beziehungsweise die Nummern kann man auch sagen jetzt. Nachher benutzen wir sie natürlich als Indexe von den einzelnen Zuständen. Und da können wir dann entsprechend ja, auch natürlich so diese Durchindizierungsmöglichkeiten nutzen, die wir schon aus der Informatik kennen. Also, dass wir einfach sagen, von 0 bis 3 haben wir dann auch damit die Zustände bzw. Indexe von den Zuständen, wenn man sie zum Beispiel jetzt als Namen beschreiben würde. Also heizen, abkühlen für die Kaffeemaschine jetzt mal gedacht oder erwarte Eingabe. Na, können wir natürlich auch sagen, also das Zustand 0, 1, 2, die dahinter stecken, um das nachher dann auch programmiertechnisch abzubilden. Wesentlichen, was haben wir noch? Die Eingabesymbole als INAM, als Immanorationstyp, können wir auch wieder natürlich nutzen. Ich würde sagen, dann abgelegt hier, also die Operanden, Operator, IS steht gleich für IS, also das Gleichheitszeichen, also eine Umschreibung davon, als auch Whitespace. Na? Und das ist dann unser Alphabet, also die Menge der Eingabesymbole, die zulässig sind bzw. getätigt werden können. Die Übergangsfunktion bzw. diese Transitionstabelle, naja, die können wir jetzt als mehrdimensionales Array hier auffassen. Na? Also brauchen hier natürlich ein Element, ein Array der Größe 4x4, zweidimensionales Feld, um diese Tabelle zu machen, also umzusetzen. Und da können wir ein mehrdimensionales Feld, also mit vier Spalten, vier Zeilen angeben. Wir müssen hier bei der Deklaration aufpassen, dass wir natürlich auch den Spaltenindex mit angeben. Wenn wir das gelernt haben aus den Funktionen oder der Übergabe, dann, wo dann entsprechend auch, wenn wir dieses Array verwenden, mit der Zeigerarithmetik gearbeitet wird. Aber hier haben wir jetzt 4x4 Matrix, die dann als mehrdimensionales oder zweidimensionales Feld abgelegt wird. Und da haben wir dann unsere Transitionstabelle entsprechend abgespeichert. Und genau, das Array enthält dann entsprechend die ganze Steuerung des Automaten, die dann über die Transitionstabelle repräsentiert wird. Eingabesymbole erkennen, da haben wir unsere Funktion isDigit, isSpace, also die wir schon aus den vorgefertigten Funktionen kennen.
Und wir können noch eine weitere bauen, also liegt ein binärer Operator vor. Na, es gibt ja auch unäre Operationen oder mathematische Operationen, aber wir können auch hier mit is, bin, ob einen weiteren, also eine Prüfung bauen oder eine Prüfungsfunktion, wo wir dann einen Operator übergeben bekommen, sagen wir mal als Character C, und dann prüfen, ist das gleich plus, minus, mal oder durch, also von den vier Grundrechenarten, also die wir zulässig erachten als binären Operator. Na, also Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division fallen darunter, also in der Auswahlmenge. Also damit prüfen wir also is binary operator, is digit und is space. Damit können wir dann die Eingabesymbole erkennen und dann entsprechend auch behandeln. Und damit können wir dann diesen Automaten, der so einen mathematischen Ausdruck akzeptiert, beziehungsweise nur einen korrekten mathematischen Ausdruck in der Form, wie wir ihn in dem Automaten spezifiziert haben, dann entsprechend annimmt. Wir haben dafür so ein Token noch. Das wird dann in diesem Enum hier abgelegt, also die Eingabesymbole, beziehungsweise auch die noch einen weiteren, also Error. Den können wir auch natürlich nochmal hier zusätzlich ablegen, beziehungsweise darunter fassen. Und ja, im Wesentlichen können wir das dann programmiertechnisch abbilden in so einer Unterfunktion, also bool acceptor, also ist der mathematische Ausdruck, wird er akzeptiert oder nicht. Und dann haben wir hier den Input, der zum Beispiel als, ja, als Character oder als Feld von Character, also als Zeichenkette übergeben werden kann. Und dann können wir die einzelnen, also erstmal den Startzustand hier wählen, also int state gleich 0 und dann while Sternchen Input nicht gleich slash 0. Entsprechend dann auch prüfen, liegt hier schon das Ende vor oder haben wir das Ende schon erreicht von der Zeichenkette? Beziehungsweise wir iterieren so lange, die Zeichenkette noch nicht das Ende erreicht hat. Das ist die erste Bedingung. Na, also wenn wir das Ende erreicht haben, wollen wir diese While-Schleife hier nicht mehr weiter durchführen. Und entsprechend dann hier mit und der Und-Bedingung auch prüfen, liegt ein illegaler Zustand vor oder ein Fehlerzustand. Also ist der State nicht gleich minus 1. Das können wir natürlich auch entsprechend gleich noch setzen, wenn wir einen Fehlerzustand haben, dass wir danach abbrechen. Ja. Und entsprechend hier erhöhen wir dann, also Char-S mit Zeiger Arithmetik, dann können wir jeweils immer uns ja diese Zeichenkette durchiterieren, also holen uns hier mit der zeigerarithmetischen Operation das ja das entsprechende Zeichen, was jetzt durchgeführt wird, also beim ersten Zeichen angefangen und dann schieben wir mal ein Element den Zeiger weiter hier mit dem entsprechenden Inkrement beziehungsweise mit der Zeigerarithmetik, also um ein Character Element weiter in der Zeichenkette und wir setzen pauschal den Token, also das ist dann entsprechend, ja, kann man das schreiben, beziehungsweise die Symbole, die entsprechend eingegeben werden können, die ja oben in dem Enumerationstypen sind, also als Eingabealphabet, hier natürlich jetzt noch den Fehler, beziehungsweise illegales Zeichen, sagen wir es so. Das haben wir noch hinzugefügt. Also wir haben den D, den Operanden, Operator, Gleichheitszeichen, dafür haben wir synonym das IS, weil wir das ja nie einfach so hier reinschreiben können als Sonderzeichen, was dann von der Syntax her unzulässig wäre. Whitespace und ein unzulässiges Zeichen noch. Und hier prüfen wir jetzt, also hier haben wir unsere Fallunterscheidung, also if is digit, dann setzen wir entsprechend den Zustand bzw. die Klassifikation, ist aber auch den Token auf Operand, also D. Dann is binary Operator, setzen wir es hier auf Operator ist S gleich gleich, also das Gleichheitszeichen, Token gleich S und ist Space, also ist ein Whitespace vorliegen, dann auf WS. Also hier haben wir eine Fallunterscheidung und setzen dann entsprechend oder prüfen, welches Zeichen jetzt vorliegt von dem Element, was in der Zeichenkette liegt, beziehungsweise was wir gerade ausgewählt haben in der Iteration, beziehungsweise was gerade im Iterationsschritt hier worauf zugegriffen wird über die Zeiger bzw. Verzeigung. Und dann können wir uns natürlich da entsprechend noch den Start bzw. den State holen. Na, wir wissen, in welchem Zustand wir sind. Na, beziehungsweise hier fangen wir mit gleich 0 an. Wir haben es jetzt auf Schal auf gleich 0 gesetzt. Und
Wir können dann prüfen, also wir haben ja für diese, in dieser Transitionstabelle durchnummeriert für alle Zustände hier von 0 bis 3. Das ist schon unser Zeilenindex, den wir anwählen in dem mehrdimensionalen Feld. Und dann entsprechend auch unsere Spalten. Na, das wäre jetzt die programmiertechnische Umsetzung hier von ja, dieser Transitionstabelle. Wir haben vier Zeilen, vier Spalten. Und über den Zeilenindex können wir dann den jeweiligen Zustand, der angegeben ist, also von oder die Zustandsnummer von 0 bis 3 über die Zeile hier wählen, als auch über die Spalte entsprechend dann den einzelnen bzw. das Eingabesymbol an sich. Na, und so machen wir dann hier also mit dem Array, was zum Beispiel hat hier State oder GetState, wurde es genannt, können wir dann darauf zugreifen. Na, also erstmal den für den Zustand, in dem wir uns im Moment befinden, das ist am Anfang 0, holen wir uns dann für den Operanden, der hier vorliegt, bzw. den wir geprüft haben, also ist D vorliegend, also der Operand, die Operation oder das Gleichheitszeichen oder ein Whitespace. Daraus holen wir uns dann entsprechend den Zustand, in den der Zustandsautomat dann wechselt. Ja, also hier mit dem Zeilenindex zum Beispiel dann 0, wenn wir jetzt zum Beispiel vorliegen haben in dieser Matrix bzw. in diesem, ja, Transitionstabelle, befinden uns nach wie vor also am Anfang in State 0. Damit beginnt ja hier unsere Unterfunktion, dass wir den Status hier auf 0 setzen. Also 0 als erstes Element hier, beziehungsweise als erste Zeile, sagen wir es so, also als ersten Index 0 hier. Dann haben wir diese Zeile ausgewählt, beziehungsweise damit greifen wir darauf zu, über die eckigen Klammern und dann den Token, also welches Eingabe, beziehungsweise welcher das Eingabesymbol vorliegt, na, ob es D, OP, IS oder WS ist. Und dann können wir darüber natürlich auch nochmal auswählen. Also wenn es jetzt zum Beispiel auch hier D wäre, das hat natürlich in diesem Enumerationstyp den Index 0, also 0, 1, 2, 3, 4, dann können wir natürlich hier auch auswählen, in der Tabelle zum Beispiel die Zahl 1 würde dann ausgewählt werden. Wir haben Status Zustand 0 als auch den Token, also das D ist auch bei 0 und dann haben wir 0, 0, das ist das die erste Spalte der ersten Zeile und das sieht man dann in unserer Transitionstabelle, also 1 hier führt, beziehungsweise dass die Zahl, die da abgegeben wird, also führt zu Zustand 1, das ist der Folgezustand. Ja. Also das wäre so die programmiertechnische Realisierung der Transitionstabelle, wo wir uns entsprechend dann den Zustand holen, der als nächstes angegeben wird in dieser Iteration, Transitionsmatrix oder Transitionstabelle, also dafür vorgesehen ist. Ja. Was ist, wenn jetzt ein unzulässiges Zeichen vorliegt, also ein fehlerhaftes Zeichen hier mit ERR ausgewählt? Also wenn all diese Fallprüfungen hier fehlschlagen mit if, ist der Token auf oder der Zustand bzw. das Symbol fehlerhaft bzw. dann auf ERR gesetzt für Error oder fehlerhaftes Zeichen. Das können wir natürlich hier unten noch prüfen. Also ist Token gleich ERR, also fehlerhaft, wenn das der Fall ist. Also keine dieser Fallprüfungen hier hatten Digit, Binary Operator, Gleichheitszeichen oder auch ein Whitespace ergeben. Dann haben wir hier minus 1, also das wäre dann entsprechend fehlerhafter Zustand, der als nächstes eingegeben wird, also State minus 1. Und da würde dann die Schleife entsprechend auch abbrechen, weil State darf ja nicht gleich minus 1 sein. Ist es nicht der Fall, haben wir hier den zweiten Fall, also dann, das wäre zum Beispiel else, also ist wieder diese Kurzschreibweise mit dem Fragezeichen, also in der Syntax voll ausgeschrieben wäre das if Token gleich ERR, dann gleich State minus 1, ist das nicht der Fall, also else, dann haben wir hier getState State Token, also da wählen wir dann den Folgezustand in der Transitionstabelle aus und weisen ihn dann auch State zu. Na, also dem Zustand, in dem wir uns befinden. Dann können wir natürlich weiter fortschreiten, aber entsprechend machen wir unten dann hier noch eine Fallprüfung. Also liegt ein fehlerhaftes Zeichen vor, das wir mit ERR hier symbolisch klassifiziert haben
oder liegt ein zulässiges Zeichen vor, also ein Symbol vor. Also D, O, P, I, S, W, S in unserem Eingabealphabet. Und genau, also wenn wir sprechen mit ERR, prüfen wir noch, oder diesen Zustand hier des Eingabesymbols, prüfen wir noch, ob das Zeichen auch zulässig ist, was wir in unserem Eingabealphabet entsprechend angegeben haben. Dann haben wir, genau, jetzt bin ich schon ein bisschen zu weit gegangen, aber das ist im Wesentlichen jetzt die programmiertechnische Abbildung, beziehungsweise Umsetzung dieses grafischen Modells. Na, und damit haben wir jetzt eigentlich schon weiteres wichtiges Konzept der theoretischen Informatik kennengelernt, also die DEAs neben den Grammatiken, und können damit auch auffassen einerseits, wie wir ja, grafisch dann auch Modelle beschreiben können, beziehungsweise Zustände, wie sie im Automaten agieren, dann auch nachher erstmal grafisch modellieren und dann im nächsten Schritt natürlich auch programmiertechnisch umsetzen. Und das werden wir dann auch nochmal in der Übung behandeln. Da zum Beispiel, was auch so eine Grammatiken gab, wird es dann natürlich auch nochmal für die DEAs geben. Ich möchte jetzt nochmal zum Ende des Kapitels zu den Funktionen entsprechend nochmal zwei Sondertypen von Funktionen auffassen, beziehungsweise da nochmal drauf eingehen. Das sind einerseits die statischen Funktionen. Das ist ein Relikt aus C, deshalb kommt das auch ganz am Ende. Also wir haben jetzt den Bodensatz erreicht. Na, ist ein Konzept, wenn man sich in einer reinen C-Programmierung bewegt, was man nutzen kann, ist aber heute, wenn wir uns mit C++ beschäftigen, ja, eigentlich daher von der historischen Standpunkt eigentlich ein Relikt. Na, man kann es nutzen, aber werden Konzepte bzw. jetzt in C++ noch weitere Funktionalitäten kennenlernen, wo wir zum Beispiel diese rein funktionale Programmierung nicht mehr brauchen, wo wir uns dann in Richtung objektorientierte Programmierung bewegen. Statische Funktionen sind im Wesentlichen Funktionen, die nur für Funktionen in derselben Datei sichtbar bzw. aufrufbar sind. Und die Funktionsdeklaration steht dann mit dem Schlüsselwort static, was wir vor den eigentlichen Datentyp schreiben, beziehungsweise den Datentyp des Rückgabewerts. Ja, danach folgt der Funktionsname, dann der Datentyp, also der Bezeichner, also dann Datentyp des Aufrufparameters, der dann auch natürlich einen Bezeichner hat. Und dann schreiben wir für die Funktionsdeklaration ganz am Anfang das Wort static. Das hat folgenden Effekt, also wenn wir zwei CPP-Dateien haben, zum Beispiel eine Funktion CPP, wo nur die Unterfunktionen eines Hauptprogrammes sind, die wir darin aufrufen, sind diese Funktionen, beziehungsweise ist diese Funktion hier, die als static angegeben ist, nicht sichtbar außerhalb. Na, also die Sichtbarkeit wird eingeschränkt. Die Funktion 2, die wir haben, also die Unterfunktion 2, die in der Datei funktions.cpp vorliegt, die ist sichtbar. Na, die können wir dann in der Main auch aufrufen, aber hier bei der Funktion 1 haben wir das Schlüsselwort static hin vorgestellt. Das gibt uns entsprechend an, dass wir diese Funktion 1 in einer anderen CPP-Datei nicht, also ist nicht sichtbar und damit auch nicht aufrufbar. Und damit können wir die Sichtbarkeit einschränken. Also das macht das Schlüsselwort static, und das ist im Wesentlichen statische Funktion. Nachher in der objektorientierten Programmierung werden wir dann sowas wie private oder public kennenlernen, was dann dieses Konzept zwar aufgreift, aber im Wesentlichen auch erweitert, na, wo wir dann schon im moderneren Programmierkonzepten sind. Aber in der reinen C-Programmierung ist das möglich. Und neben den static, also neben den statischen Funktionen, gibt es noch die sogenannten Inline-Funktionen. Ich sagte eben im Bodensatz erreicht, diese Inline-Funktionen, dazu werden wir ein Beispiel in Übung haben. Also jetzt nicht sagen, das ist völlig unwichtig, ich will das jetzt auch nicht schlecht reden, auch die C-Leute, C-Nostalgier, die würden mich jetzt gerne verdammen. Also diese Inline-Funktion, das macht auch Sinn. Wir werden gleich nochmal auch zu diesem besonderen Funktionstyp auch ja, Vorteile sehen, als auch damit in der Übung arbeiten. Aber Inline-Funktionen sind Funktionen, deren Anweisungsteile an der Stelle des Aufrufes eingesetzt werden. Ja, das ist kein Relikt, sondern das ist wirklich etwas, was man auch sinnvoll nutzen kann, was man auch ja,
heute noch macht in gewissen Anwendungsfällen oder einen Anwendungsfall, den wir auch in der Übung kennenlernen, die Funktionsdeklaration wie bei den Static-Funktionen, also Inline, dann Datentyp, Funktionsname, dann die Aufrufparameter und was passiert, wenn wir hier jetzt zum Beispiel eine Unterfunktion haben mit oder eine Inline-Unterfunktion, also Inline-Void-Funktion, weder ein Aufrufparameter noch ein Rückgabewert. Naja, im Wesentlichen rufen wir diese Inline-Funktion dann in der Main auf und zur Übersetzungszeit wird das Ganze dann ersetzt, dass dieser Programm, also der Rumpf hier, der Anweisungsrumpf, wird dann entsprechend direkt hier an die Stelle des Aufrufs eingesetzt. Ne? Deshalb inline, ne? Also wird dann in die Zeile eingeschoben, also dadurch dann ersetzt. Also würde dieses Konstrukt mit der Inline-Funktion übersetzt werden dann zur, ja, zu diesem zu dieser Anweisungsfolge hier, also erst cout-main, das haben wir hier schon, dann Funktion, das wird dann zur Übersetzungszeit ersetzt, also beim Kompilieren zur Inline, also cout-inline, also diese Anweisungs hier aus dem Anweisungsrumpf wird dann entsprechend hier eingesetzt. Sieht man hier, genau. Also was hat das für Vorteile? Also man behält erstmal alle positiven Effekte von Funktionen, wenn man Inline-Funktionen benutzt, also natürlich bessere Lesbarkeit, Verständnis des Codes, dann also auch Aufteilung in ja, Teilprobleme, was wir schon gesehen haben bei dem Sortieralgorithmus, und dann sichert es natürlich auch ein einheitliches Verhalten, wenn wir unterschiedliche Aufruftypen haben, generische Programmierung zum Beispiel jetzt als Beispiel genannt, oder auch verschiedene Dimensionen, aber wir möchten für gewisse Zahlenmengen die gleiche mathematische ja, Abfolge haben, beziehungsweise Berechnungsterminologie, nicht Terminologie, Berechnungsabfolge, also algorithmische Verarbeitung. Und die Änderungen müssen nur einmal im Funktionsruf aufgeführt werden. Das ist ein weiterer Vorteil von Funktionen im Allgemeinen. Und dann sind sie für alle Aufrufe gleichgültig. Und damit ist eigentlich, ja, Funktionen können in anderen Anwendungen auch wiederverwendet werden, beziehungsweise in anderen Anwendungsfällen, die wir dann in unserem Programm auffassen. Ein weiterer Vorteil jetzt insbesondere bei Inline-Funktionen ist, dass wir schnelleren Code bekommen. Also der wird ja einfach eingesetzt, also damit haben wir keine Sprünge bzw. Programmsprünge, die dann intern ausgeführt werden, also beim Programmausflug, als auch natürlich Rücksprünge, entsprechende Sprungadressen, Rücksprungadressen, wie das dann nachher in dem Assembler-Code entsprechend umgesetzt wird. Und das ergibt uns dann natürlich auch im Resultat oder gibt uns das die Möglichkeit, schnelleren Code zu programmieren. Das übersetzte Programm wird allerdings größer, das ist ein Nachteil, und benötigt dann auch ja, mehr Hauptspeicher. Das ist so ein Nachteil davon, aber es gibt auch Beispiele und eins werden wir kennenlernen dann, sollen sie umsetzen, wo man auch Inline-Funktionen nutzen kann. Aber dafür gibt es auch einfach ja, gewisse Anwendungsfälle, wo es Sinn macht, auch dieses Einschieben hier, beziehungsweise mit Inline dann die Funktion zu definieren, beziehungsweise erstmal zu deklarieren, dann den Funktionsruf zu definieren, der dann zur Übersetzungszeit einfach an die Stelle geschoben wird, eingeschoben wird oder eingesetzt wird. Wir können sowas auch ja, mit sogenannten Makros machen. Da möchte ich noch jetzt am Ende drauf eingehen. Was sind Makros? Im Wesentlichen, was wird vor dem Compiler ausgeführt? Da bin ich noch gar nicht drauf eingegangen, aber da wird ein sogenannter Präprozessor eingeführt, weil zur Kompilierungszeit, wenn wir über ein Programm übersetzen in den Maschinencode, beziehungsweise erstmal in den Assembler-Code, müssen natürlich gewisse ja, Einfügeoperationen schon durchgeführt werden. Eine haben wir schon kennengelernt, also Raute in oder Hashtag, also eine Raute include IO-Stream. Da müssen natürlich auch alle Funktionen, die wir schon in dieser Bibliothek haben, die müssen schon in den Programmcode geladen werden, weil wir diese Bibliothek ja hier verwenden. Ja, da werden dann die entsprechenden Funktionalitäten reingeladen und das muss schon, bevor wir den Compiler ausführen bzw. den Übersetzungsvorgang starten, muss das natürlich auch entstehen. Und daher haben wir sogenannte Präprozessor-Anweisungen, sagt man. Also die werden insbesondere hier durch diese Raute oder dieses Hashtag werden die angegeben, nicht weil sie besonders trendy sind, sondern weil man das so als Sonderzeichen eingeführt hat. Ne? Das gibt es hier für Hashtag, also Raute include.
Ah, so geblendet da so ein bisschen von Twitter. Tut mir leid. Also sagen Raute include und dann ist das eine Präprozessoranweisung. Das bedeutet also vor dem Kompilierungsprozess wird dann auch diese Bibliothek bzw. die Funktionen, die schon in dieser IO-Stream, zum Beispiel cout, cin, definiert sind, auch in das Programm geladen. Na, also und lädt den Text aus Datei IO-Stream dann in die Funktionsdatei und dann wird er es übersetzen. Und deshalb kennt er auch dann hier entsprechend also cout oder cin, weil natürlich die Deklaration und Definition in der IO-Stream vorhanden ist, die wir dann in die Datei geladen haben, aus der Datei IO-Stream. Na, das wäre jetzt die Präprozessoranweisung Raute include für ein Makro. Wir gleich noch sehen, wozu das gut ist, können wir auch mit Raute Define arbeiten. Also, dass wir schon Bezeichner als auch eine Ersetzung dafür, zum Beispiel eines Wertes, schon vor der eigentlichen Kompilierzeit definieren können. Also deshalb auch Raute Define, zum Beispiel eine Maximum Size, die schon vor dem eigentlichen Kompilierungsprozess, also vor der Kompilierungszeit bekannt sein muss, können wir schon festgeben. Also Raute Define Max Size zum Beispiel, also maximale Größe für ein Array, gleich 100. Oder auch Aspect Ratio, also zum Beispiel auch eine Fließkommazahl. Und Makronamen im Programmtext werden vom Präprozessor durch ihre Ersetzung entsprechend ersetzt. Das bedeutet, wenn wir das hier zum Beispiel haben, wenn wir hier das Programm mit so einer Präprozessoranweisung, also Raute Define Max Size 100 und geben hier dann diesen Bezeichner an, also Max Size, würde das nach Durchlauf des Präprozessors würde hier diese Max Size durch ein 100, durch die Zahl 100 ersetzt werden. Und danach würde kompiliert werden. Ja. Es gibt da Anwendungsfälle für zum Beispiel auch Array-Größen, die schon vorliegen müssen, bevor kompiliert wird, beziehungsweise vor der eigentlichen Kompilierungszeit bekannt sein müssen. Und damit kann man dann sogenannte Makros sich nutzbar machen. Ja. Also das ist so der C-Stil davon. Und ist im Wesentlichen auch ein Relikt. Na. Stattdessen sollte man wirklich auch Variablen verwenden, wenn es sein muss, na, dass man diese Array-Größen schon nicht in der Main-Funktion vorher kennen muss, dann entsprechend ja, globale Variablen, wenn es wirklich sein muss. Aber man kann auch Programme in C++ so gestalten, dass man ja immer die Dimension dann weiterreicht und diese Max-Size zum Beispiel auch für ein Array oder eine Obergrenze dann entsprechend mit übergibt in eine Unterfunktion, aber dann natürlich auch als Konstante hier definiert, na, also beziehungsweise deklariert und initialisiert. Also int const max size gleich 100 und genau damit oder ist der Tipp beziehungsweise das groß geschrieben eigentlich schon so ein bisschen diktatorisch, sag ich mal, sollte man es nicht verwenden. Also es ist ein Relikt aus C, aber wir können heute mit const beziehungsweise mit der Werteübergabe als auch nachher mit der objektorientierten Programmierung dieses Konzept hier völlig umgehen. Ja, dass wir auch schon vordefinierte Konstanten haben in Klassen, auf die wir zugreifen können bzw. abrufen können und dann auch, wie gesagt, universell zugreifbar sind. Aber wie gesagt, nochmal, um das zu erwähnen, Präprozessoranweisungen werden ausgeführt vor dem eigentlichen Übersetzungsprozess, binden die Funktionalitäten der Bibliotheken rein. Also laden die den eigentlichen Text aus der Datei, IO-Stream hier zum Beispiel aus einer Bibliothek, dann in unser Programm bzw. in unsere Programmdatei, also in den Buffer, wo dann der Programmtext oder der Source steht, der dann auch übersetzt wird. Als auch können wir natürlich auch Makros hier definieren mit einem Bezeichner und einem Wert dahinter. Und wir können natürlich auch Makros noch weiterführen, dass wir so eine Art Unterfunktion, also kleine Funktionalitäten haben, die, also jetzt haben wir einfach nur einen Wert gesetzt, zum Beispiel auf 100, können aber auch Aufrufparameter haben, also zum Beispiel vorab Raute Define an Square, x gleich x mal x, also die Quadrierung davon. Da muss man ein bisschen aufpassen, wir können das natürlich mit Square 3 aufrufen und das Square x dann, aber wenn man zum Beispiel so einen Term hat, x plus 3, dann übergibt, das ist nicht wie in Funktionen, dass das dann arithmetisch schon zusammengerechnet wird, sondern das ergibt dann tatsächlich x plus 3 mal x plus 3. Na, was man eigentlich nicht haben will mit so einem Term hier, also x plus, sondern entsprechend keine Klammerung, entsprechend dann die Multiplikation, also 3 mal x plus 3 plus x. Und das kann man umgehen bzw. ja, verbessern, also indem man sagt dann hier in Klammern x, in Klammern mal x,
linken Klammern. Das ergibt dann schon x plus 3 mal x plus 3, aber dann noch besser. Dann nochmal insgesamt in der Klammer, dann haben wir tatsächlich diesen Effekt, den wir haben wollen, wenn wir so einen Term x plus 3 quadrieren wollen. Ist jetzt mal, also x plus 3 dann in Klammern hier gesetzt, als auch x plus 3, gibt dann tatsächlich x plus 3 zum Quadrat. Jetzt haben wir den Term dann quadriert, aber wir können natürlich, um nochmal auf den einfachen Fall hinzugeben, natürlich das Ganze auch mit Aufrufparametern nutzen, so ein Makro. Ja. Es sind natürlich auch mehrere Parameter möglich. Allerdings, ja, es ist im Wesentlichen, wenn wir so die Inline-Funktion gesehen haben, was wir auch damit machen können, es ist ein Relikt aus C, beziehungsweise aus sehr alten C-Zeiten und im Wesentlichen hat sich so eingebürgert, also ist dann die Inline-Funktionsnutzung schon der bessere Programmierstil. Ja, und es hat auch Nachteile, zum Beispiel, dass halt die Ausdrücke, wenn wir zum Beispiel so verschachtelte, also mit mehreren Parametern arbeiten und dann auch Prüfungen haben von Werten bzw. Zuweisungen, hier zum Beispiel Maximumbildung als Makro umgesetzt, also eine Funktion, also eine Max-Funktion abgebildet mit xy, wo dann hintersteht, also x größer y, Kurzschreibweise können wir auch hier wieder nutzen. Wenn ja, wird, also wenn x größer y ist, wird dann x zurückgegeben. Ansonsten, also else y. Ja, man kann das entsprechend machen, allerdings hat das einen Nachteil, dass der Ausdruck immer ausgewertet wird. Das wird stupide eingesetzt und dann kommen wir zum großen Nachteil. Der Ausdruck wird zweimal ausgewertet, was dann auch entsprechend zu Nachteilen führt, beziehungsweise hier die ganze Logik dann auch nochmal auf den Kopf stellt, wo man unheimlich aufpassen muss. Also man kann solche Sachen machen, allerdings heute wird, ja, wenn man rein C-Stil verfolgt, kann man Inline verwenden. Nachher kann man dann auch in der objektorientierten Programmierung auch mit anderen Funktionalitäten arbeiten, also auch mit Methodiken. Ne? Also das ist im Wesentlichen ein Relikt. Jetzt bin ich eine Folie zu weit gegangen. Ich bin am Ende meiner Zeit. Wir haben das Kapitel 5 dann abgeschlossen. Ab nächster Woche dann wieder im Live-Format. Dann haben wir noch zwei Vorlesungseinheiten vor dem Ende der Vorlesungszeit für dieses Jahr, beziehungsweise der Vorlesungseinheiten für dieses Jahr, wo es dann auf die Weihnachtsferien zugeht. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wie gesagt, nächste Woche geht es dann weiter, hier auch wieder mit dem Laptop und hoffentlich dann auch mit dieser gewohnten Aufnahmequalität. Und bitte nicht wundern, wenn jetzt dann im Laufe der nächsten Woche noch ein zusätzliches Video hochkommt, was ich hier aufgezeichnet habe zu dieser Einheit oder Funktions- Vorlesungseinheit zur Funktion, also der vorletzten Vorlesungseinheit, wo die Soundqualität so schlecht war. Das kann man sich angucken, wenn Sie das nochmal wiederholen müssen, aber wie gesagt, das ist nochmal für Ihre Aufbereitung bzw. Wissensaufbereitung dann zur Klausur gedacht. Ja. Deshalb, dann sehen wir uns am Dienstag, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und ja, wie gesagt, danke für die Aufmerksamkeit. Achso, habe ich noch vergessen, bzw. hatte ich schon gesagt, wenn Fragen sind, natürlich notieren oder in die Kommentarfunktion oder mir eine Mail schreiben. Dann kann ich das natürlich am Dienstag wieder aufgreifen. Es wäre sehr freundlich, wenn ich an einer Stelle zu schnell war. Bereichert das natürlich auch nochmal, wenn das für alle dann durchgeführt wird und wir dann entsprechend da nochmal Sachen oder Unklarheiten bearbeiten.